So, da sind wir auch schon wieder. Zu einem neuen Party Sims 4. Ich habe mir jetzt schon mal erlaubt, die beiden zu schnappen und mit ihnen hier hinzureisen. Jetzt kann er mir da auch sein Komiker, ein komischer Typ und der Barmann. Ich dachte mir einfach, wir. Oh, da ist wieder die Musik, die ich nicht hören darf. Auf jeden Fall dachte ich mir, wir reisen einfach mal hier hin. Und treffen uns dann hier, damit ich euch den Ladebildschirm ersparen kann. So ist es deutsch. So, ja, was der Plan ist, die beiden treffen sich eigentlich nur Freunde, gehen mal abends was trinken, er erzählt ihr so über Julia, sie darüber, dass sie irgendwie immer noch alleine ist. Ja. Und so, okay, deswegen dürfen wir uns bestellen, Leute. Und ja, eigentlich sind wir ja nur beste Freunde. Aber ich hab was vor. Soll noch ein bisschen mehr passieren heute. Na? Für mich kann es halt schlimm, denn sie hat ja keine Verbindungen zu irgendjemandem. Und sie ist ja noch dabei, alles auszuprobieren. Was ist das jetzt noch? Das ist wenig. Aber... Naja, ihr seht schon an den Cocktails. Paul hat eigentlich Verpflichtungen zu jemandem, nämlich zu seiner Freundin Julia. Ist das seine feste Freundin? Er wird jetzt sogar sie nochmal anrufen hier. Live. Und ja, mal schauen, was jetzt mit den beiden passiert, wenn sie hier einen Cocktail der Liebe haben. Setzt du dich mal dahin? Und du setzt dich dahin. Hör auf, mit den ganzen Leuten zu plaudern. Du sollst nur mit Paul plaudern, mit niemand anderem. Oh, sie schläft schon. Okay. Ja, er hat sie angerufen. Nimm doch bitte dein Getränk. Wollte mit ihr reden. Aber sie hat keine Zeit für ihn. Er ist traurig, er ist einsam. Und Mia ist hier. Kannst du jetzt mal die Oma in Ruhe lassen und dich einfach da hinsetzen, Paul? Ist das so schwer? Sag mir das, ist das so schwer? Ich glaube nicht. Trink einfach deinen Drink. Und gut ist. Von Amor getroffen. Dann geh pinkeln, wenn du es nicht aushältst, mein Gott. So, und damit er nicht wieder irgendwie anquasselt, setzen wir uns hier hin. Genau da. Wo Paul damals auch Julia kennengelernt hat. Eieieiei. Und ja, was der Alkohol nicht so alles macht, ne? Lia macht er schwanger. Und Paul. Paul bringt er dazu, was mit Mia zu tun. Ja. Arme Julia. Aber was nicht so passiert, ne? Wenn man nicht aufpasst. Und Mia ist da auch nicht so eine, die sich jetzt darum schert. Ob, er irgendwie eine Frau hat oder so. Paul schnappt sich, was er kriegen kann. Und da die liebe Julia gerade nicht da ist, schnappt er sich halt Mia, ne? Warum auch nicht? Soweit ich weiß, weiß Lia nicht, dass er eine Freundin hat, kann es sein. Das heißt, was macht sie jetzt hier? Kann sie sich bitte verpissen? Ah, Nabakuzip? Haha, Quink!
Und jetzt erfährt sie nämlich erst, dass er mit jemandem geht. Damia, aber... Pinguna. Ja, ein kleines Missgeschmack ist jetzt mal. Beziehungsweise, dass sie egal ist. Schmeißt sie sich trotzdem an Paul ran. Weiter, als man gedacht hätte. Eieieiei. Wir könnten sie natürlich mit unseren Freunden sein, aber er fährt zweigleisig, ja. Aber es geht jetzt hier nicht um irgendwie, dass er jetzt mit ihr eine Beziehung will, aber er findet ja nichts für Mia. Er ist ja nur mit ihr befreundet. Aber ist in der sexy Leiste, ne? So, dann werden wir mal nochmal küssen. Ich würde sie gerne mal leidenschaftlich küssen. Aber das geht irgendwie nicht. Sehr schön. Das gefällt mir doch sehr gut. Ups. Können wir das Bild Julia schicken? Oh, die arme Julia. Naja, was nicht so alles passiert, ne? Ich würde jetzt die wahnsinnig... Da. So, und weil das noch nicht genug ist. Was für ein Lied jetzt ab? Weil das noch nicht genug ist, werden die beiden jetzt wieder nach Hause gehen. Aber diesmal nicht in getrennte Betten. Ja, das ist ein bisschen krass. Ich weiß. Aber genau darauf habe ich jetzt Bock. Und das führen wir jetzt durch. Keine Müdigkeit vorschützen. Hier kann mir wenigstens keiner abhauen. So, nochmal Hände küssen. Oh, hoffentlich sieht uns keiner. Das wollte ich eigentlich gar nicht drücken. Und dann mal schnell. Na komm. Hopp, hopp. Was machst du? Oh, er hat nichts gesehen. Hoffe ich. Kannst du schon wegwerfen, Jay. Er sieht nur, wie die beiden nach Hause kommen. Weiß aber nicht, was da abgeht. Oh, ihr könnt ins Bett, Leute. Was ist denn los mit euch? Ins Bett. Ja. Und keiner merkt. Paul nicht in seinem Zimmer ist, sondern in Mias. Ja, Breeze Day. Baby machen wollen wir jetzt nicht. Ein Kind reicht erstmal. Das ist natürlich auch noch eine Story, ne? Wenn er mit mir ein Kind hat. Nee, wir wollen es jetzt nicht übertreiben. Schlimm genug, dass er fremd geht. Eieieiei. Was da noch? Ich glaube, Mia und Julia, die werden sich. Wo geht der denn jetzt hin? Ach, in sein Bett. Okay. Ich glaube, die werden sich noch ganz gewaltig anzicken. Ich bin mal gespannt, wann Julia das rafft. Naja.
aber sie geht dann noch in ihr Bett rüber. Oh, sie müssen 3 Stunden arbeiten, die Arme. Eieieiei. Der Kopf gerade. So, mein Schatz. Du musst aber heute arbeiten. Sie müsst jetzt noch ganz schnell ein bisschen schlafen. Du gehst pennen. Pennen. Bisschen schlafen. Kannst du da bedenken und dann musst du eine Arbeit essen. Ich würde sagen, wir gehen mit ihr mit. Ich glaube, wir gehen mit ihr mit, ja. Die sollen einfach mal machen, was sie wollen. Die sind ja eigentlich einigermaßen gut versorgt. Muss nicht arbeiten, muss nicht arbeiten, muss in 3 Stunden arbeiten. Aber das ist dann sein Problem. Wir gehen mit ihr jetzt gleich mit in die Arbeit. Kümmern uns da um sie ein bisschen, dass sie ein bisschen was essen kann. Kriegen hoffentlich einen guten Arbeitstag hin, auch wenn sie müde sein wird. Und ja. Ne? Ich hoffe, sie wird auf keinen Fall konzentriert sein. Sie ist viel zu kokett. Ja, das weist jetzt eher weniger raus. Gut. Outfit ändern, Alltagskleidung 1. Ich würde jetzt einfach sagen, dass Mia dadurch, dass sie jetzt eben mit Paul so die Erfahrung gemacht hat, einfach merkt, okay, Männer sind scheiße. Nein, Spaß. Aber, dass sie einfach merkt, okay, ach, eigentlich habe ich gar keinen Bock auf so einen Arbeitstag. Ich würde viel lieber Julia einladen. Dass sie Mia einfach merkt, Mia, jetzt kommt gerade zueinander. Ja, doch, stimmt schon, dass Mia merkt, okay, Männer sind Arschis, beziehungsweise die Männer, die sie kennt zumindest, also dass sie das zumindest denkt, dass die Arschis sind. Und dass sie deshalb sich dann, wow, was, glitchy glitch, dass sie sich deshalb, oh, das war natürlich geil. Was sie sich halt eben deshalb so ein bisschen, ich sag mal, auf die andere Seite begibt. Schön mal eine Pizza. Warum ist denn jetzt hier alles dreckig? Oh, die Arme. Sie ist gerade. Sie leidet gerade. sie deshalb sie auf die andere Seite begibt. Und ja, ich bin mal gespannt, wie wir das mit Paul anstellen. Ach, der muss ja arbeiten. Dann rufen wir halt um 19 Uhr Julia an. Ich würde viel lieber jetzt was erleben, anstatt in die Arbeit zu gehen. So, Paul. Dusch dich mal. Dann gehst du noch ein bisschen Aktion überdenken und dann gehst du in die Arbeit. Sollen wir einen Urlaubstag nehmen oder uns krank melden? Wir melden uns einfach mal krank und gucken mal, was da passiert. Ob wir irgendwie erwischt werden oder so. Oh, ihr geht's ja richtig schlecht. Oh, Arme. Plauder mal ein bisschen mit. Ich finde es schade, dass die Beziehungen, die Freundschaftsbeziehungen so schnell runtergehen. Was hat sie denn alles? Oh, unbequemes Bett, eklige Sanitäranlagen, Morgenübelkeit. Arme Mia. So, jetzt machen wir das Ganze mal ein bisschen schneller und dann werden wir hier. Gelogen. Bruder ist bereits in der Nähe. Oh! Hereinbitten. Nein, nicht weggehen. Bitte sie herein. Unglaublich. Gericht nehmen. Einen dann hier abzuhängen. Och, die Arme. Guck dir vielleicht ein bisschen den Kinderkanal an. Macht dich das ein bisschen glücklicher.
Ciao. Oh, die Arme. Ich will joggen gehen. Ich glaube nicht, dass ein schwangerer Sim joggen gehen sollte. Oder? Ich weiß nicht, ob das angenehm ist. So, sie fühlt sich absolut super. Ja, super. So, Jay. Jetzt schnappst du dir mal einen Bagel. Setz dich neben Lia und munterst sie ein bisschen auf. Flirten sollst du nicht mit ihr. Wir müssen jetzt nicht hier jeder mit ihm. Ne? Muss jetzt nicht sein. So, Paul, jetzt ruf sie bitte nochmal an und hoffe, dass wir sie diesmal erwischen. Und ich bin mal gespannt, ob sie irgendwas merkt. Wenn wir jetzt ganz normal freundlich zu ihr sind, ob sie uns trotzdem anschreit. Oder... Was? Leo Winter, nein. Der komische Typ in der Bar, den brauchen wir jetzt nicht. Ist Julia in der Arbeit, oder was? Ja, kein Wunder, dass die Beziehung runtergeht, wenn sie ständig arbeiten muss. Viel Spaß. Ja, super. Dann können wir halt mal hier spielen, Logikfähigkeit erreichen. Oder nee, wir werden einfach mal alles reparieren. Beziehungsweise verbessern. So, verbessern. Verbessern. Das können wir nicht verbessern. So. Macht es mal. Gut. Geht's wieder gut? Dann kann sie... Kommt sie bestimmt nicht ran, ne? Dann kann sie mal hier reden üben. Bisschen... So, du willst einen Computer ausführen. Ja, wir haben keinen Computer. Tut mir leid. Räum auf. Und dann beende ich den Part hier auch schon wieder. Bedanke mich fürs Zusehen. Ja, im nächsten Part werden wir mal gucken, ob Julia sauer auf uns ist. Und ja, mal schauen, wie das Ganze sich noch so entwickelt. Ob wir das Julia verheimlichen können. Wir fahren jetzt mal eine Zeit lang zweigleisig. Ja, das war nicht nur ein Ausrutscher. Wir fahren zweigleisig. Und gucken mal, ob einer von beiden wütend wird. Ob einer beiden das rauskriegt. Ich meine, Mia weiß es ja theoretisch, aber sie wird wahrscheinlich trotzdem sauer werden, wenn sie irgendwie was mitkriegt. Aber, ne? Gucken wir mal, wie das so läuft. Wer ist denn da? Und ja, ich glaube, Jay ist, obwohl man das irgendwie nie meinen würde, der treueste und bravste überhaupt. Ja, und Annetta. Ein Herz und eine Seele. Sie hat es ihm einfach angetan. Und ja. Bedanke mich fürs Zusehen. Und hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, ihr seid gespannt, was sich dann so alles entwickeln wird. Wie das Ganze mit Lias Kind ausgeht. Zweites Semester. Ob Paul und Julia sich trennen werden? Er wird sich auf jeden Fall nicht für Mia entscheiden. Er liebt in Anführungszeichen Julia. Aber reicht das? Interessiert sie das überhaupt noch? Wann wird sie es rauskriegen, was er da treibt? Und ja, wann wird Jay Annetta fragen, ob sie seine Frau werden will? Wir wissen es nicht. Wir werden es noch erfahren. Alles in den kommenden Folgen. Was ist denn jetzt passiert? Keine Ahnung. Was jetzt das Problem war. Was? Das mag sie nicht. Nach Tag fragen. Entschuldigung, das wusste ich ja nicht, dass du das nicht magst. Du bist halt langsamer. Darf ich jetzt anflirten?
Noob, Kise. Knoi, hä? Darza. Ich finde dich echt sexy. Oh, danke. Wuchs a Thorf? Spielen? Okay. Ja, okay. Die kriegen das schon hin. Da habe ich keine Zweifel. Was ist mit dir? Oh, er hat sich den Finger eingeklemmt. Ja, kann passieren. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Habe ich jetzt schon 39 Mal gesagt. Ist aber auch egal. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.